Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Power Tennis. Wir befinden uns im Regenbogen Cup im Star Turnier und spielen jetzt gegen Peach im Finale. Oh, schön. Ah, Abendrot oder Abendgelb, besser gesagt. Richtig geil. Ja, ich habe heute ein kleines Thema mitgebracht, nachdem ich das letzte Mal und das vorherige Mal, glaube ich, auch schon relativ planlos war bezüglich ein bestimmtes Thema, habe ich heute wieder was mitgebracht. Komm, Peach, zeig's mir, Baby. Ja, komm, hol ihn dir. Ja, richtig so. Ja, Moment, lass mich eben den Punkt machen. Gut. Ich wollte euch fragen, ob euch die aktuellen Let's Plays, die gerade so laufen, gefallen, was ihr davon guckt, was ihr davon nicht guckt, was ihr euch wünscht, ob ich irgendwo irgendwas verbessern könnte und dann auch bitte inwiefern. Sei es eine Facecam, mit Greenscreen. Weiß ich nicht. Einfach mal so, ganz egal, ob das jetzt mir möglich ist oder nicht, würde mich einfach mal interessieren. Ja, und das Schlimme jetzt daran ist, das war es eigentlich auch schon. Ja, es tut mir leid. Das ging mir gerade vor der Aufnahme so durch den Kopf. Und ja, bin gespannt, was ihr da so von euch gebt. Was ihr da für Interessen habt, was ihr da für Wünsche habt, würde mich einmal mal interessieren. So, und jetzt treten wir Peach in den Hintern. Also nicht wirklich, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Oh, lass mich mal ganz kurz überlegen, was nach dem Regenbogen Cup kommt. Weiß ich gar nicht. Wir werden es sehen. Ist ja jetzt das letzte Match. Habe ich schon mal erzählt, dass es mir unheimlich schwer fällt, manchmal Mario Power Tennis zu kommentieren. Es ist manchmal echt eine Qual. Weil On-Topic ist hier so gut wie gar nicht möglich, finde ich. Weil du kannst ja nicht sagen, Peach wirft den Ball, Peach schlägt, Mario schlägt, Peach schlägt. Weißt du, das kannst du ja nicht machen. Das ist ja, weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich pures Wiimote-Geschüttle. Aber ich wollte eigentlich den Hammer einsetzen. Das ist ein schwieriges Thema. Oh, Satzball, sehr gut. Das müsste dann der... Ja, super. Schön. Der erste Satz gewesen sein? Ja, zweiter Satz, hat er ja gerade gesagt. Gut. Komisch. Jetzt steht da 3-Satz-Match. Sonst stand da immer 5. Im Open World Cup steht da 5. Obwohl es nur 3 sind. Aha. Ja, Nintendo. Geschlampt oder was? Ja, ich achte auf sowas. Ja, wer hätte es gedacht? Ich weiß. Steht da oben links eigentlich immer noch die Zeit? Ja, ne? Ja gut, aber ich würde sagen, 4 Uhr nachmittags ist jetzt nichts Verwerfliches. Das ist eigentlich sogar eine recht gute Zeit. Andererseits, wenn ich überlege, dass ich vor 2 Stunden erst aufgestanden bin, dann, naja. Geil aus. Also die Animationen im Game sind echt geil. Absolutes Meisterwerk. Ich habe noch nie ein Tennisspiel mehr gemocht. Oh Mist, das hat sie nicht gekriegt. Wow, ihr erster Punkt. Ooh!
Spiel Mario. Ja, da hinten steht 16:02 Uhr. Ich find's krass, dass sich der Emulator die Zeit vom Rechner holt. Also von ne? You know. Ich weiß noch gar nicht, wen ich als nächstes nehme für die Turniere. Einfach mal, um es erwähnt zu haben. Normalerweise müsste ich ja nach der Reihenfolge gehen, aber das habe ich ja im alten Let's Play schon versucht und das war irgendwie nicht so meins. Ich meine, gut, daran hat es jetzt letztendlich nicht gescheitert. Aber ich will ja schon ein bisschen Abwechslung. Und deswegen würde ich behaupten, nehme ich einen Charakter, den wir... Oh Mist! Den wir innerhalb der letzten Folgen freigeschaltet hatten. Und nein, ich meine nicht Wiggler. Oder Wiggler. Hier heißt er ja Wiggler. Ich sag immer Wiggler. Tut mir leid, ich bin Deutsch. Kartoffeldeutsch. Es tut mir leid. Wiggler. Oh, Championship Ball. Wir kommen dem Ende ein Weg näher. Obwohl, das Turnier ist noch lang. Also der Pokal ist sehr schön. Oh, bitte keine Credits. Danke. Auf ins nächste Turnier. Na, 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 na. Wir legen. Was ist das denn? Mondcup? Nachtcup? Das ist mir neu. Also ja, doch, vom Logo her sagt es mir was. Letzter Satz. Aufschlag Mario. Mondlichtcup, ja, ich war nah dran. Wie der wohl im Englischen heißt. Moonlight? Oh, ich sehe schon, Bowser Jr. hat etwas mehr drauf. Ja, jetzt werden die Matches schwieriger. Das heißt, Konzentration ist gefragt. Er setzt seinen Powerball nicht ein. Ah, geht doch jetzt. Und los, zack, hat man überhaupt keine Chance. Guckt euch das mal bitte an. Das ist ein Meisterwerk der Spielensart. Er nutzt seinen Powerball, ich direkt hinterher mit meinem defensiven. Und er hat überhaupt keine Chance. So macht das ein Meister. Ja, da zahlt sich das viele Spielen in der Kindheit aus. Ich habe das Spiel echt gerne gespielt. Auch wenn es nicht die Turniere waren, aber trotzdem. Ich fand das Spiel halt schon immer geil. Sowohl vom Prinzip her, als auch, ja. Ja, allgemein. Ja, überhaupt keine Latte. Hat er überhaupt keine Chance. Guck dir das an. Mega. Ja, ich weiß, niemand mag Angeber. Ich weiß, aber vielleicht lernt ihr dadurch ja noch was. Wenn ihr das Spiel selber spielt und nicht weiterkommt und deshalb dieses Let's Play guckt, könnte ja sein. Habe ich früher auch gemacht. Wenn ich bei irgendeinem Spiel nicht weiterkam, habe ich mir eine bestimmte Let's Play-Folge angeschaut. Damit ich weiterkam und hab dann privat blind weitergespielt. Kam mal vor. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, gar nichts mehr privat zu spielen, sondern selber zu Let's Playen. Und halt nur noch ganze Let's Plays geguckt habe. Oder halt gar nicht mehr, um die Spiele selber zu spielen und sie blind zu spielen. Ist ja denn, ich kenne diese. Hallo, ich hab B gedrückt. Ey, okay, das war jetzt asozial. Bowser Jr., das war asozial. Und schmettern. Ich sag schmettern. Ich schmetter doch, ich verstehe das nicht. Ja, oh, sehr gut. Ja, den kriegt er. Nein, kriegt er nicht.
So, wie sieht's aus? Na, okay. Ja, das war klar. Das war klar. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt holt er doch nochmal die ein oder anderen Skills aus dem Ärmel. Ich will schmettern, verdammt. Ja, geht doch. Jo. Was? Er holt sich den, der wäre fast, der wäre sowas von ihm aus gewesen. Was ein Opfer. Guckt euch das an. Der wäre sowas von ihm aus gewesen. Ach du Scheiße. Also das war überhaupt nicht schlau. Seinerseits natürlich, ne? Ah, da hätte ich auch den anderen Powerball nutzen können. Aber das wollte ich nicht. Ja, komm, Bowser Junior. Gib auf. Ah, sehr gut. Oh, Matchball. Sehr schön. Oh, oh. Ja, das ist nicht gut. Ja, und jetzt, ja, jetzt setzt er natürlich den Stoppball ein, der Sandsack. Nein! Ja, das hat nicht gut. Nein, nicht so weit nach vorne, Mario! Ja, das war klar. Nein, nein, ich hab gedrückt! Oh, das ist nicht wahr. Oh, manchmal hasse ich das. Ah, jetzt brauche ich noch einen Vorteilspunkt, ey. Das ist doch nicht wahr. Oh, mein Punkt. Nein! Oh Gott! Was war das denn? Hilfe! Ja, sehr gut, sehr gut. So, jetzt aber. Und hau weg die Scheiße. Ja, schön. Schön gemacht. Ja, ja, du stinkst auch. Ich hätte lieber gegen Diddy Kong gespielt. Oh, und im Finale gerne gegen Donkey Kong. Weil Schalke hatten wir schon zweimal. Erster Satz. Aufschlag Mario. Ja, ganz toll. Nicht so weit nach vorne, Mario. Oh Gott, ja, ich sehe es schon kommen. Nein, jetzt werden... Oh nein, ich sehe es kommen. Nein, jetzt werden die Gegner richtig schwer. Was? Den hat er gekriegt? Oh oh. Alter. Okay. Konzentration. Warum kommt der denn da dran? Oh, 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 der war schön. Der war schön. Aber hier musst du dir jeden Punkt hart erkämpfen. Ja, rein in die Eura. Bam! Der war schön.
Ja, genau das meine ich eben. Oh nein. Mario, nicht so weit nach vorne. Oh, warum rennt ihr immer nach vorne? 40, 50. Was? Schon spielbar? Oh. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach wird. Hey, manchmal hämmer ich auf den B-Knopf wie verrückter. Und es passiert einfach nichts. Ja, nein! Ja, sehr gut. Oh nein, ich muss Waluigi jetzt die ganze Zeit austricksen. Oh, sehr gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh. Hallo, Mario. Alter. Mario, komm. Gib auf! Der Junge ist unglaublich. Ah, das war schön. Satzball. Wie viele Sätze sind's denn? Sehr gut! Ja, ja. So, drei Sätze. Okay, ja, vielleicht ist das doch gar nicht so aussichtslos. Ihr merkt schon, ich halte jetzt mehr die Fresse. Und das hat auch seinen Grund. Ah, sehr gut. Ja, perfekt. Okay, ich muss ihn dazu zwingen, seinen Powerball einzusetzen. Egal welcher. Ja, sehr schön. Ja, es wird, es wird. Am Anfang dachte ich noch, der kann was, aber mittlerweile irgendwie doch nicht. Nein. Es tut mir sehr leid, euch an dieser Stelle sagen zu müssen, dass beim Rendern mir leider die Platte vollgelaufen ist, ohne dass ich es gemerkt habe und deshalb ab hier das Video leider unverarbeitet ist, beziehungsweise nicht hochladbar ist. Weshalb ich hier jetzt einen Cut machen musste und ja, der Rest der Folge ist leider unwiderruflich gelöscht. Tut mir sehr leid, war mein Fehler, hätte ich darauf achten müssen, beziehungsweise nachgucken müssen, ob alles richtig gerendert hat. Tut mir sehr leid, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.